Ich bin Finn. Ich bin Till. Ich bin Fuchia. Und ich bin Jan. Und ich bin Finn. Wir stehen hier vor dem Miniaturwunderland. Die Speicherstadt ist ein Weltkulturerbe und wir zeigen euch heute, was man alles so Schönes im Miniaturwunderland machen kann. Die Hamburger Speicherstadt steht seit 1991 unter Denkmalschutz. Und seit dem 5. Juli 2015 ist sie als UNESCO-Weltkulturerbe eingetragen. Dort ist auch das Miniaturwunderland. Im Wunderland werden Städte, Länder und Attraktionen detailgetreu nachgebaut. Wir treffen gleich hier Herrn Holger Ballasch. Er ist Modellbautechniker. Er arbeitet dort seit 13 Jahren und stellt die Lichter für die Anlagen her. Also wir beleuchten hier in der Werkstatt die Häuser, die Autos, die Flugzeuge, bringen alles Mögliche zum Fahren und natürlich auch die Knopfdruckaktion, die machen wir hier auch. In der Werkstatt gibt es viel zu tun. Zum Beispiel wird hier in nächster Zeit Italien entstehen. Hier sehen wir gerade die ersten Arbeiten von einem Berg. Am detailgetreuen Flughafen von Hamburg landen und starten die Flugzeuge im Minutentakt. Wir stehen hier vor Knuffingen Airport. Das ist ein Nachbau des Hamburger Airports. Der hat 3,5 Millionen Euro gekostet, der Nachbau. Und die Feuerwehr rückt täglich aus. Der Bau des Flughafens hat 6 Jahre gedauert. Dabei konnten die Besucher den Arbeitern zugucken. Das gefällt Herrn Ballasch besonders gut an seiner Arbeit. Klar macht das Spaß. Erstens, du hast mit den Gästen zu tun. Du darfst ihnen immer antworten, wenn die Fragen stellen zu unserer Anlage. Und zum Zweiten, ich kann hier den ganzen Tag basteln. Dabei fallen ihnen teilweise kuriose Dinge ein, wie zum Beispiel Superman mitten in die Schweiz zu setzen. Hinter mir ist das Matterhorn. Das Matterhorn hat eine Größe von 6 Metern. Außerdem hat die Schweiz den größten Freiluftlift der Welt. Die aufwendige, detailgetreue Arbeit kommt bei den Besuchern gut an. Ich fand es auch interessant, es war mal was anderes. Es war nicht dieses typische Museum, wo man Langeweile hatte und nichts sehen konnte, was einen interessiert hat. Ich finde das wunderbar. Ich bin das 5., 6. Mal schon hier. Hat uns super gefallen. War richtig toll. Mir persönlich gefällt der Flughafen am besten. Also ich finde es ja sehr, sehr gut dargestellt, auch dass die Flugzeuge fliegen können. Eigentlich finde ich alle sehr toll. Für sich die Hamburger Serie und auch die Eisenbahn natürlich. Im Miniaturwunderland gibt es aktuell 10 Welten und es entstehen immer wieder neue. Das war's mit unserem Beitrag über das Miniaturwunderland. Wir finden, es lohnt sich, dorthin zu gehen. Uns allen hat der Flughafen am meisten gefallen. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Eindruck über das Miniaturwunderland geben. Tschüss.